Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und zur zweiten Folge von Sexuell verfügbar und damit auch hallo Tom. Hallo Arti und hallo junges Gemüse. Genau, wir sind bei Folge 2 und wegen mir können wir mal nahtlos weitermachen, Arti. Was ist denn bisher passiert? Oh Gott, was ist bisher passiert? Also die erste Folge hat erstmal viel Exposition geliefert, alles ein bisschen eingeführt. Das Krasseste am Ende der Folge 1 war eigentlich, wie es weitergeht. Da wurde so ein bisschen ein paar Szenen gezeigt. Aber gut, was ist in der Folge 1 passiert? Sie wurde im Polizeigewahrsam genommen, die Hauptfigur, weil sie jemanden vergewaltigt haben soll mit einem Strap-on-Dildo, ein Mann. Sie meint aber, der hätte das so gewollt und jetzt muss sie sich einen Anwalt suchen. Oder hat einen gefunden, das ist ein alter Schulfreund. Um da anzugehen gegen dieses in dem Verfahren. Ja. Ja, und dann haben wir auch noch viele Nebenplots, ne? Genau, so Nebenplots gehabt. Wir haben so ein bisschen ihre krumme Heimstatt gesehen, sag ich mal. Also sie hat einen Mann, von dem hat sie sich geschieden, weil ihr zu Hause sieht aus wie Scheiße. Genau, der Babysitter, den sie zu Hause hat, das ist so ein ganz merkwürdiger schwuler Typ, mit dem sie vielleicht sogar was zu laufen hat. Im Nachhinein bin ich mir doch immer noch nicht so sicher. Und ihr Vater wohnt jetzt auch bei ihr, weil er von ihrer Mutter rausgeworfen wurde. Und es er ist nett ausgedrückt ein Lebemann. Ja. Ja, mir ist gerade noch mal so klar geworden, dass die ganze Sache vielleicht so eine Spiegelung sein soll. Also so wie das normalerweise ein Mann so aufzieht, wenn es heißt, er hat mich vergewaltigt und er so, naja, sie wollte das doch. Weißt du, dass es einfach genau die Spiegelung ist. Das bestimmt, das kann sein. Das kann sein. Da müssen wir noch weiter gucken. Aber ich denke mal, sowas wird sein. Klar, ich meine, es geht hier um das Thema Feminismus, ungerechte Behandlung von Frauen, bla bla bla. Dann wird es wohl auch schon so einen Hintergrund haben. Juhu. Okay, dann erstmal viel Spaß mit Folge 2. Hallo. Ah, hallo. Einfach hier abstellen, die Pizza. Danke. Tschüss. Ja. Okay, dann sag jetzt mal den Jingle. Interstellando Burger. Meinst du, die packt das? Interstellando Burger. Ist das so schwer? Scheiße. Scheiße. Das ist das Ende. Das ist das Ende. Okay, wir brauchen einen Krankenwagen. Davon werde ich mich finanziell nicht mehr erholen. Ich glaube, da ist Blut. Miki? Ja? Da ist Blut. Ich kündige. Ja, ich auch. Also irgendwann. Oh, scheiße, ich muss los. Ich muss los. Ruf den Krankenwagen. Sorry. Heiko, ruf den Krankenwagen. Ich muss los. Ich hab Feierabend. Ich muss den Krankenwagen rufen. Bis morgen. Peggy, ruf nach dem Krankenwagen. Ich muss los. Könnt ihr nicht was machen? Nicht der. Ihr ruft jetzt den Krankenwagen. Ja, dann musst du da ran. Da musst du Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Ja, vorher musst du den Helm abnehmen. Aber wir müssen nächstes Mal den Helm abmachen, Mund-zu-Mund-Beatmung und du rufst den Krankenwagen. War das jetzt nur meine Wahrnehmung oder sah der Unfall eigentlich ziemlich unspektakulär aus? Dafür, was die alles draus gemacht haben. Ja, es war schon irgendwie lustig, aber gleichzeitig wirkte das so hilflos. Aber halt zu nah am Leben. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute sich wirklich so benehmen. An so einem Filmset meinst du? Ja. Dass da so ein bisschen Egoisten. So ich mach nichts hier, du machst ja. Das, ich bin weg. Auf jeden Fall. Das muss ich sagen, fand ich immer ein halbwegs lustig. Ich meine, dass die hier als so ein bisschen so eine rabiate Figur dargestellt wird, das hat ja auch irgendwo was Lustiges. Also das Wer ist denn die? Sogar. Ach so, ich meinte jetzt hier die Hauptfigur. Weißt du, die jetzt einfach gesagt hat, ja, ruft einen Krankenwagen, ich muss los. Ach, das ist die selbst. Ach Gott, ich bin ein Idiot. Ich dachte, ja. Das ist eine völlig neue Figur. Okay, ich bin der. Ja, schön. Ist wahrscheinlich schon länger her, die erste Folge. Ja, nee, das ist immer noch unsere Figur hier, die Frau in Rosa. Ja, was mich tatsächlich ein bisschen wundert, die hatte ja doch nämlich, haben wir gehört in der ersten Folge, dass die Bücher schreibt. Jetzt ist sie auf einmal so eine Art Regisseurin vielleicht.
von Werbespots. Oder ich glaube, sie war nicht Regisseurin, vielleicht ist sie die Autorin gewesen. Irgendwie so ist sie auf jeden Fall in der Medienbranche. Sie macht irgendwas mit Medien. Genau, irgendwas mit Medien. Das trifft ziemlich gut. Ja. Okay. Was machst du eigentlich hier? Warte auf deine Mama. Ja, das mache ich auch immer. Stört dich, wenn ich rauche? Ich glaube schon, ja. Du solltest vielleicht auch nicht vor dem Baby rauchen. Mütter brauchen auch manchmal ein bisschen Zeit für sich. Me-Time nennt man das. Wie nennt man das? Me-Time. Also das Kind fängt auch schon mit Anglizismen an. Ja, und wo es diese Verhaltensweisen wohl her hat. Von der Mutter. Schön übernommen. Da ja. Geht nichts schief in Zukunft. Ja, kommen gleich die ganzen guten Eigenschaften rüber. Top. Absolut. Oh, hi, du bist schon da. Hey, Lilo, ich zieh mich schnell um. Mama, was gibt es heute Abend zu essen? Da musst du mal Opa fragen. Papa, bringst du die Kinder bitte ins Bett? Ich muss los. Oh, nee, Nudel. In 3 Minuten beginnt die Sagerstrandparty. Danke. Nein, Opa, lass uns lieber online daten. Das ist viel cooler. Ciao. Ciao. Das ist also das Corpus Delicti? Ja. Okay, gehen wir? Lade dich ein. Nee, ich zahle. Warte, mach ich schon. Ich hab schließlich ein bisschen mehr. Du hast mehr was. Oh nein, er lädt sie ein. Nein, er hat mehr Geld als andere. Ja. So, hier bitte. Danke. Aha, aber von den Typen lässt sie sich jetzt den Stuhl ranschieben. Das ist doch auch schon wieder hier patriarchales Kabel. Ach, ich weiß nicht, wenn du Hier einmal die Karte für Sie. Und für den Herrscher. Also, die Steaks sind hier super. Wir können uns auch ein Porterhaus teilen. Das ist doch Carolina Rosales, oder? Nicht so glotzen. Also, was nehmen wir denn? Du, ich hab noch nicht... Wir wissen schon. Der Herr nimmt ein Filet, 250 Gramm. Ich nehme das Entrecote, Medium Rare, zur Vorspeise. Artischocken, Herzen einfach mit Vinaigrette und 2 Champagner. Und ach, weißt du was, ich hätte gerne diesen... Ja, es ist wirklich so eine Spiegelung hier, ne? Also, das ist jetzt so dieses Ding von wegen... Der Kellner kommt an und der Mann bestellt gleich für beide, also für die Frau. Genau, die Frau weiß noch nicht, was sie nimmt und... Ja, genau. Ja. Also, ja, es wird hier wohl tatsächlich viel um solche Spiegelungen gehen, diese Serie noch. Das Problem ist aber, dass ganz viele Frauen sagen, ich bin eigentlich ganz glücklich, wenn der Mann das für mich entscheidet, weil ich mich ewig nicht entscheiden kann. Also, das wird irgendwie immer ausgespart. Klar, ist dir persönlich schon mal so eine Frau begegnet, ganz ehrlich? Ja. Also, meine... Okay. Also, Ding ist natürlich, nicht. Du solltest nie, ist ja, eigentlich ist es, oh Gott, worüber reden wir immer? Das sind eigentlich so No-Brainer, wie man so schön sagt. Du solltest natürlich nicht immer gleich für die Frau entscheiden. Ne? Aber du merkst doch dann irgendwann, wenn sie nach 5 Minuten immer noch nicht weiß, was sie will. Ja, ne? Genau das ist dass das Ding. Dass du dann mal das Heft des Handels in die Hand nimmst. Ja, ne? Es geht mal wieder um in Maßen. Etwas in Maßen machen. Ja, danke, so also, ist es gut, ja. Also, sie hätte jetzt erstmal, natürlich hätte jetzt auch ein Kerl mit seiner Freundin erstmal gesprochen, ja, was, auf was hast du Lust und was so. Was wollen wir erstmal trinken, bevor wir das Essen wählen? Genau, also, das ist schon wieder hier so eine Karikatur von einer männlichen Verhaltensweise. Also, so eine harte Übertreibung, so eine, in der Argumentation würde man sagen, eine Reductio ad absurdum, also eine Verkleinerung auf das Absurde. Also, es wird hier so, dadurch, dass es so absurdisiert wird, ist es schon wieder falsch. Also, es macht so keinen Sinn mehr. Und das ist, und das ist mir tatsächlich auch noch nirgendwo untergekommen. Also, dass so ein Mann wirklich der Frau so über den Mund fährt, so, zack, zack, genau zack, darauf wir nehmen das. Ich zahle ja hier schließlich, halt genau, die Fresse, genau. Du hast gut auszusehen, danke. Bla bla bla. Ja. Also, darauf wollte ich nämlich hinaus, weil du gemeint hast, weil du jetzt gerade eben gemeint hast, ja, du würdest ein paar Frauen kennen, die wären da dankbar dafür, aber so habe ich das halt auch noch nie gesehen. Natürlich in Maßen, um das vielleicht mal ganz nett. Also,
Also ich habe es halt schon erlebt, so, da hat es halt dann, oder ich hatte dann so eine Frau, die gesagt hat, ja, ich könnte das essen, aber ich habe eigentlich auch auf das Hunger und das habe ich lange nicht gegessen, ich kann mich nicht entscheiden. Ja, dann hilfst du halt sinngemäß nach. Ja, ich hatte auch schon die Situation, dass mein Date dann auf Toilette ging und gesagt hat, ja, überrasch mich oder so. Also Das jetzt nicht beim Essen, aber wo es ums Trinken geht oder so. Und dann habe ich halt irgendwas bestellt, wo ich dachte, die finden das gut. Ja, das war super. Ja, die Welt geht auch nicht unter wegen sowas. Also, genau. Aber wie es jetzt hier schon wieder dargestellt ist, das ist halt das Extrembeispiel. Ja. Frag einfach hinten, die wissen Bescheid. Ja, okay. Hallo. Das hast du das irgendwie alles eingeübt? Gibt es hier eigentlich auch irgendjemanden, den du nicht kennst? Keine Ahnung. Was machst du gerade so beruflich? Dein zweites Buch ist ja, glaube ich, nie erschienen, oder? Erstmal Salute. Also? Film. Mach Filme. Wie Filme? Filme, ich bin Regisseurin. Das letzte Mal warst du dann noch Autorin, du wolltest doch immer nur schreiben, danke. Genau, und als ich 9 war, wollte ich Feuerwehrmann werden. Gut, dann bist du jetzt also Regisseurin, ja? Richtige Regisseurin für richtige Filme. Ja. Und das läuft? Läuft Bombe. Irre viel zu tun. Wahnsinn. Das, also kenne ich da irgendwas? Vielleicht? Naja, eher so Corporate, Werbung, Imagefilme, Musikvideos, so halt Money. Oh, freut mich für dich wirklich, weil wenn du das sorgerecht behalten bist, dann brauchst du finanzielle Sicherheit. Du kannst ja noch so eine gute Mutter sein, wenn du keine stabilen Verhältnisse vorweisen kannst, dann wird es immer... Entschuldigung, Mäuschen, das ist dein erster Tag heute, oder? Nein, ich bin seit 6 Jahren hier. Ah ja, das wirkt ein bisschen so, weil mir gerade fehlt. Aber macht überhaupt nichts. Du bist super niedrig. Die Frau, die ist nervt so hart, die ist echt so ekelhaft. Ja. Also auch diese herablassende Art dem Kellner gegenüber, auch da wieder. Das ist halt so eine Karikatur, soll das schon wieder sein, ahne ich von einer männlichen Verhaltensweise. Aber ganz ehrlich, du kannst jede Frau fragen oder auf irgendein Dating-Profil schauen, auf den Seiten ganz oft, was du da liest, ist beim Thema Abturner, wenn jemand schlecht Bedienstete behandelt. Also Bedienungen. Ah, okay. So. Hm. Ja, Männer und Frauen. Da kriegt die soziale Ader. Das, auf jeden Fall. Männer und Frauen. Also das würde man auch bei einem Mann nicht durchgehen lassen. Also ich frage mich so ein bisschen, was sie damit erreicht wollen. Man sollte doch eigentlich die Hauptfigur weitestgehend sympathisch finden. Also klar, so eine Figur darf natürlich auch ihre Fehler haben, aber so im Groben und Ganzen sollte man halt sagen, ah, die ist mir sympathisch. Was weiß ich, wie jetzt im Film Aladdin. Nehme ich jetzt einfach mal als schlechtes Beispiel. Aladdin ist ein Dieb, aber er hat ein gutes Herz. Weißt du, gibt sein Brot den Kindern. Den Armen, Die noch ärmer sind. Genau, oder Robin Hood ist auch ein Dieb, aber gibt, bestiehlt die Reichen, gibt den Armen. Keine Ahnung. So, aber hier, wie die auch mit vollem Mund so kauend spricht und dann den hier erstmal voll lügt, wie gut es der gehen würde und dann auch so herablassend sich gegenüber dem Kellner verhält. Also, die ist für mich schon unten durch als Figur dadurch. Ich habe jetzt letzte Folge meine Vorhersage da abgelassen. Ob das am Ende dann so wird, dass sie sagt, und wenn ich jetzt ein Mann gewesen wäre, dann wäre alles tutti frutti gewesen, ihr Wichser. Ob es sowas wird? Vielleicht. Mal sehen. Es ist ja so drüber und so und damit halt auch so außerhalb jeglicher Lebensrealität von allen. Also, nicht. Wie du schon sagtest, also man soll die eigentlich positiv irgendwie empfinden, die Frau. Vielleicht aber, kommen noch mehr positive Eigenschaften bis jetzt. Ja, also diese zweite halt Folge haut da ganz schön rein. Also ich meine, da ist es schon sehr die Egoistin. Erstmal geht sie weg an dem Filmset bei dem Unfall, weil sie ja Wichtigeres zu tun hat und hier benimmt sie sich absolut ekelhaft. Ja. Hallo, es geht gerade um dein Einkommen, ist wichtig. Einkommen. Ja, alles gut. Okay, eine andere Möglichkeit wäre natürlich, dass dieser August seine Anzeige zurückzieht. Mhm. Was meinst du? Ist das jemand, mit dem man vernünftig sprechen kann? Sieht so jemand aus, mit dem man vernünftig reden kann? Okay, gut, lassen wir das. Ja, ehrlich gesagt schon. War jetzt auch nicht, ich habe jetzt was Schlimmeres, aber also... Warum sollte man nicht mit dem vernünftig reden können? Weißt du, mit wem man nicht vernünftig reden kann? Mit deinem Babysitter. Mit ihr, ja. Ja, und mit ihr. Und mit deinem Vater. Ja. Ja, lassen wir das. Guten Appetit. Ja. Wie geht's dir so? Geht's dir gut? Bist du glücklich? Warum habt ihr euch eigentlich getrennt, Manuel und du? Ich meine, ich hatte das Gefühl, mit Manuel wärst du endlich mal angekommen. Was führt sie zu mir?
Also ich würde gern als erstes sagen, dass wir uns sehr freuen, dass wir so schnell einen Termin bekommen haben. Ganz, wir sind sehr glücklich darüber. Und, das ist auch total toll, dass es so nah. Genau, und dass wir eigentlich nicht hier sind, weil wir Probleme haben, sondern weil wir uns eigentlich als Paar noch verbessern wollen. Also nicht das funktionale Paar im Sinne. Gut, es geht hier ganz klar darum, dass wir gemeinsam arbeiten. Mhm. Sie werden in eine Lage gesetzt, dass sie Wünsche und Hoffnungen miteinander spiegeln können. Mhm. Und übrigens, kein Handy. In der Sitzung, ja? Alles klar. Ist hier absolutes Verbot. Weil wir wollen ja hier einen ruhigen Ort finden, wo wir gemeinsam arbeiten können. Ja? So. Boah, so, los geht's. Wenn Menschen von Ankommen sprechen, meinen sie... Ja, gut, okay, jetzt haben sie ihn... Fand ich jetzt schon ein bisschen lustig. Ja? Ja, finde ich. Ja, sie haben ihn halt jetzt relativ negativ dargestellt. Ja, also, das sowieso. Er ist halt der Bösewicht. Er ist halt passen. Bösewicht. Ja, er ist halt Karrierist irgendwie. Mhm. Ja. Ja, lustig, weiß nicht. Also, wo war der Witz? Dass er drauf scheißt mit diesem kleinen Handy, oder? Ja, das fand ich halt schon witzig. Also ihn als Figur, dass er halt so drüber ist. Ich weiß nicht, wahrscheinlich mag ich auch den Schauspieler. Also irgendwie bringt er das ganz gut drüber. Okay. Ja. Eigentlich aufgeben. Wer ankommt, gibt auf und tut so, als findet das geil. Ist doch krank. Liebe gibt's also nicht, ja? Hä? Sei nicht albern, natürlich gibt's Liebe nicht. Es gibt nur Abhängigkeiten, Kinder, Angst und Geld. Wir können auch... Du Scheiße. Boah, also der Satz, der könnte man lange drüber sprechen, ne? Ja. Liebe gibt's nicht, es gibt nur Abhängigkeiten, Kinder, Angst und Geld. Uiuiui. Also, ja. Also du kannst die Kinder streichen, weil das ist, ja, Abhängigkeit, Angst und Geld, ja. Also, das ist doch irgendwie sehr... Also sprich, mach keine Kinder, ja, leb dein Traum. Gibst dich nur in Abhängigkeit, genau. Sei Single dein ganzes Leben lang. Ja. Und fick irgendwelche Typen mit Strap-on-Dildos. Dann wirst du glücklich. Und erinnere dich am Totenbett dran, wie du den einen Harald da ordentlich durchgenommen hast. Ja. Yay. Yeah. So anfangen. Nein, mein Mann kommt bestimmt gleich. Das sagen Sie alle. Ja, wir sind aber nicht alle. Und haben Sie schon eine Idee, wo Sie vielleicht Ihrem Mann mal ein bisschen entgegenkommen können? Ich bin mir sicher, dass mein Mann gleich kommt. Seien Sie doch mal ehrlich zu sich selbst. Sie haben doch auch keinen Bock mehr. Und seitdem ich das verstanden habe. Wow. Was ist denn das für eine Paartherapeutin? Ja, fand ich jetzt auch sehr plump. Also so würde doch nie eine Therapeutin sprechen, hoffe ich zumindest. Also wenn so gesprochen wird, dann nie dahin gehen. Also. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde doch hoffen, dass da eher so ein bisschen die sokratische Methode angewandt würde. Weißt du, dass man mal denjenigen selber sprechen lässt und selber zu der Erkenntnis kommen lässt, aber nicht so, seien Sie doch ehrlich, Sie haben doch da keinen Bock mehr drauf. Also kann ich mir echt nicht vorstellen. Wir haben ja eher schon gelernt, dass so die normalen Fragen nicht gerade wichtig gewichtet werden, ne? Mhm. Geht hier viel um Gefühl. Ja. Bin ich ein freier Mensch? Kann ich machen, was ich will? Kann ich hier mit dem niedlichen Kellner schlafen oder mit Caroline Rosales oder mit dir? Ich kann sogar mit dir schlafen. Und jetzt zum Beispiel kann ich einfach aufs Klo gehen und dann gucken wir danach einfach ganz in Ruhe, wie es mit uns beiden weitergeht. Aber sonst ist alles in Ordnung mit dir? Sehr in Ordnung. Also er stellt die richtigen Fragen, ne? Also kann sein, dass du ziemlich irgendwie kaputt bist im Inneren. Auf jeden Fall. Also, ja, er wirkt sehr rational, auch sympathisch, muss ich sagen. Sie kommt hier echt nicht gut weg. Ich würde nicht mal unbedingt rational sagen. Er ist halt einfach normal. Weißt du, rational, ja, hat immer so dieses Kühle. Er ist einfach ein ziemlich normaler Typ. Ja, du hast recht. Er ist einfach fucking normal und nicht so ein merkwürdiger Typ wie sie. Ja. Das sticht natürlich im Berliner Milieu gleich zehnfach raus. Ja. Oh, weil Blinden ist der einäugige König. Ja. Lauf! Ja, lauf! Ja! So sehr bei Happy End. Fuck, ey. Thank you.
Was ist eigentlich los mit euch Typen? Kann ich rauchen? Können Sie gerne machen, aber fliegen Sie raus. Und da geht's halt auch schon wieder los mit den Generalisierungen. Was ist los mit euch Typen? Du hast hier einen wildfremden Mann, einen von 4 Milliarden vor dir. Und fängst an mit irgendwelchen Generalisierungen. Ja. Also, stell dir mal vor, ein Mann würde sowas zu einer Frau sagen. Was ist eigentlich los mit euch, Weiber? So nach dem Motto. Ja, da kommt der Shitstorm, ja. Echt? Ich passe auch total gut auf. Alle passen immer total gut auf. Und wenn ich in einen blase? Oh, in Ordnung, aber Rauchen ist trotzdem verboten, ja? Was gibt euch Typen eigentlich das Recht, immer Nein zu sagen? Was denkt ihr, wer ihr seid? Taxifahrer. Die, also, ich wiederhole mich, aber die Frau ist ja wirklich super toxisch. Es läuft mal nicht nach meiner Nase. Ja, ja. Die Welt ist gegen mich, vor allem die Frau Männer. Ja, ja. Junge, Junge. Das ist wieder so dieses Hauptcharakter-Ding. Ich darf überall alles machen, denn ich bin ja die Hauptfigur. Wieso ist das eigentlich so ein Akt, Nein zu sagen? Ich meine, die ganze Welt sagt Nein. Das ganze Leben ist ein einziges, riesengroßes Nein. Kinder sagen Nein, Eltern sagen Nein, Banken sagen Nein, Finanzämter, Anwälte, Politiker, Grüne, Hunde, Autos, Ex-Freunde, alle sagen die ganze Zeit nur Nein. Wo ist das scheiß Problem? Es liegt vielleicht einfach dann an dir. Boom. Ja. Ich meine, wenn selbst so ein scheiß Taxifahrer Nein sagen kann. Ey, Vorsicht. Ja, ist ja gut. So, ich mach mal hier kurz Pause, das endet. Also was mich jetzt hier am meisten geflasht hat, dass sie schon wieder, jetzt in der zweiten Folge, dieses Stilmittel der vierten Wand bringen. Dass irgendeine Figur halt direkt zur Kamera spricht. Ja. Warum machen sie das? Das ist halt, ich finde, das ist so albern, weil es echt abgenutzt ist. Ja, stimmt, mittlerweile. Und auch sehr belehrend. Also das passt halt gut als Stilmittel rein, weil es halt immer diesen belehrenden Faktor hat, weißt du? Dass du direkt zum Zuschauer sprichst und dem die Meinung der Autoren richtig reindrücken kannst. Ja, aber ich verstehe das dann nicht im Sinne von, warum dann das Stilmittel jetzt einsetzen. Also sie ist jetzt ja wirklich gerade super unsympathisch dargestellt. Wer will sich von so einer Person belehren lassen? Ja, es wäre doch irgendwie viel cooler oder sinnvoller, am Ende der Serie, wenn irgendwie die Schwierigkeiten gemeistert sind, sich dann zum Publikum hinzuwenden. Aber jetzt ist sie ja wirklich einfach nur ein Scheißcharakter. Also, sorry. Ja, du hast recht, das macht auch künstlerisch gar keinen Sinn. Und vor allem, wenn es vielleicht von Anfang an so ein durchgängiges Stilmittel gewesen wäre, dann hätte ich es eher noch durchgehen lassen. Weißt du, wenn das schon von der ersten Folge an so ein Ding wäre. Ich meine, gibt es ja auch solche Serien, wo direkt öfter in die Kamera gesprochen. Ich fände dann aber deine mit diesen englischen Teufelchen auf der Schulter, das fände ich hier viel besser. Aber ja, eben. Irgendwie stimmt. Fehlt das. Stimmt, du hast ja völlig recht. Ich meine, wir haben ja die Lilo Wanders eingeführt bekommen in der ersten Folge. Mit der hätte man doch noch viel mehr machen können. Also die wurde bisher auch noch gar nicht weiter genutzt. Also sowas könnte man doch mit der durchspielen. Und wenn stimmt, überhaupt, so ein Dialog zwischen den beiden. Ja, das wäre cool. Genau. Eben, das ist doch viel besser als dieses plumpe in die Kamera sprechen. Vielleicht konnten sie hier den Lilo Wanders-Typen nicht für so viele Drehtage buchen, ich weiß es nicht. Im Taxi wird mir immer schlecht. Oder so ähnlich, keine Ahnung. Und dann, abseits da, also klar, es passt denen gut ins Kram, dieses abgenutzte Stilmittel für dieses belehrende Ding, aber auch da wieder, es ist halt künstlerisch nicht so dolle. Also, wenn du schon belehren willst, dann lass es halt einfach durch die Handlung machen. Also, wenn du deine Handlung gut konzipierst, dann musst du gar nicht so eine Figur in die Kamera sprechen lassen, sondern bringt es die Handlung von alleine rüber, was du sagen willst. Das ist einfach plump. Ja, oder mach es halt, wenn du gerade einen starken Punkt hast und nicht, wenn du die ganze Zeit verkackt hast. Ja, also. Und nicht in der zweiten Folge nach 10 Minuten bei irgendeiner random Taxiszene. Ja. Komm, gib dem Onkel ein Küsschen. Komm. Zieh dir das rosa Kleid an. Heute kommt Besuch. So einen schönen Körper muss man doch zeigen. Mon Dieu, sei nicht so langweilig. Wissen Sie, es ist immer dasselbe mit euch, modernen Frauen. Ihr wollt immer alles sein. Klug, sexy, erfolgreich, unabhängig und begehrenswert. Aber kommt euch mal einem Mann zu nahe. Dann seid ihr plötzlich wieder die kleinen, hilflosen Mädchen, die nicht Nein sagen können. Ne? Entschuldigung? Soll ich immer sagen, wer wirklich nicht Nein sagen kann? Als 4 Empfänger beim Jobcenter. Das heißt Bürgergeld. Und ich habe echte Probleme. Ja, willkommen im Club. Ja, nee, ich meine, ich habe wirklich echte, riesige Scheißprobleme. Ich war letzte Woche. Welcher Taxifahrer spricht bitte so? Also, es ist halt schon wieder so hart konstruiert, ja, ihr Frauen und überhaupt.
Na, also das könnte ich mir wirklich vorstellen, wenn du wirklich, wenn du doch wirklich so einen richtigen Berliner Schnauze-Taxifahrer findest, der würde das okay, dir so runterrattern. Gut. Ja. Gut, okay. Ja. Ich finde es sehr aber, langweilig. Ich meine, das, was er gesagt hat, ist ja wirklich sinngemäß, halt die Klappe, mir geht's trotzdem beschissener als dir. Womit er recht hat, also wahrscheinlich, ne? Ist hier so ein Aufstocker-Shop oder sowas. Und sie hat halt immer noch, naja, ich weiß nicht, also das weiche Falltuch einer gut situierten. Willst du etwas sagen, er steht höher auf der Opferpyramide? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich tatsächlich schon, ne? Wehe! Wehe was? Ich schmeiß sie raus! Ich wollte jetzt halt mal lernen, auch Nein zu sagen. Aussteigen, Ende. Also sprich, sie muss jetzt nach Hause laufen, ne? Find ich gut, so ein bisschen Konsequenzen für das eigene Handeln. Ja, hoffentlich musste die noch die Fahrt bezahlen bis dahin. Na, das auf jeden Fall. Jetzt ist sie wieder da, richtig? Ich bin die ganze Zeit da. Hey, wow! Bombenermittlungsakte! Alter, wie oft noch? Professorin, Schauspielerin, Sängerin, Modedesignerin und Rapperin. Lady Bitch. Bitch, Ray! Der Typ wollte penetriert werden. Das hat chill mal, ich weiß das doch alles. Hast du alles schon erzählt? Du hast einfach das getan, was Typen seit 300.000 Jahren tun. Ich verstehe dich. Der Typ wollte von dir so richtig in den... Psst. Eine Serie soll noch auch Jugendliche gucken dürfen. Schau dir die Lochs doch mal an. Haben mehr Ahnung als du. Guck mal, es geht doch darum, dass du als Frau für etwas beschuldigt wirst. Ja, jetzt bringen sie irgendwie alles rein. Gott, das will. Also erstmal dieses durch die vierte Wand sprechen, dann noch über das, also jetzt dieses Selbstreferenzielle noch, dass man sich darüber im Klaren ist als Figur, dass man in der Serie ist. Und dann kommt noch ein Promi hier rein mit Lady Bitchway. Oder ich dachte, Promi jetzt kommt die Trans, die Travestie-Künstlerin wieder oder Künstler. Ja, der Lilo Wanders-Typ nochmal. Ja. Also, das ist ja alles so drüber und abgenudelt gerade. Ich meine, hallo, die hat Dosen in ihrer Frisur, ne? Siehst du das? Ja. Als Lockenwickler. Ja, wobei ich dazu sagen muss, ich kenne Lady Bitchway eigentlich überhaupt nicht. Ich habe sie noch nie gehört. Vielleicht rennt die immer so. Haben mehr Ahnung als du. Guck mal, es geht auch darum, dass du als Frau für etwas beschuldigt wirst, was sonst nur Cis-Männern vorbehalten ist. Das ist eine historische Chance für dich. Das Vokabular auch. Um Gottes Willen, ja. Aber gut, sie heißt halt Lady Schlampenstrahl, also. Da frage ich mich, ob die, also ich kenne die halt überhaupt nicht, ob die wirklich so spricht oder ob die das jetzt zum Beispiel sagen musste, weil es ihr so in den Wort gelegt wurde, in den Mund gelegt wurde, sorry, vom Drehbuch. Gute Frage, ja. Mhm. Für mich ins Gefängnis zu gehen, oder was? Nein, Mann. Jeder hat ein Recht auf einen fairen Prozess. Und du, ich meine, schau dich an. Du bist eine weiße Kartoffelfrau. Die werden dir immer glauben, auch wenn du schuldig wärst. Oh, jetzt haben sie hier noch den Rassismus reingebracht. Nicht bloß den Sexismus. Hier kommt wirklich alles. Es ist schrecklich. Mal schauen, ob hier auch noch irgendeiner zu 0,1% Jude ist oder sowas in der Serie. Dann haben wir die Opferpyramide durchgespielt. Kämpfen? Ja, kämpfen. Gegen all die Pümmel, die behaupten, Männer und Frauen seien schon gleichberechtigt. Und ey, tu mir einen Gefallen. Schmeiß deinen Vater raus. Du hast doch gerade genug um die Ohren. Alles klar. Ich weiß jetzt Bescheid. Hadi, tschüss. Miki, was genau machst du da? Heini. Hast du mich? Na, American Psycho. Hast du nicht gesehen? American was? Film von Mary Hannon? Brad Easton Ellis, hallo. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Worum geht's denn da? Um so einen erfolgreichen Anwalt, der sich einfach nimmt, was er will. Mhm. Der Frauen vergewaltigt und sie zerstückelt mit so einer Kettensäge und der nie ein Nein akzeptiert und am Ende dann mit einem davon kommt. Und so möchtest du jetzt auch sein? Ja, ein bisschen schon. Muss ich ganz kurz einhaken, es ist sehr lange her, dass ich American Psycho gesehen habe. Meiner Meinung nach tut er die Frauen nicht vergewaltigen. Der hatte sich dort Nutten bestellt, die er dann ermordet. Aber ist schon lange her. Ihr könnt mich gern aufklären in den Kommentaren. Ist auch schon ewig her bei mir. Muss man vielleicht mal gucken. Ja, warum ich das hier sage, weil das würde halt dazu passen, zu dieser Serie, dass man
das ein bisschen übertreibt wieder. Also klar, in American Psycho, die Hauptfigur, das ist schon ein Psychopath, ein böser Charakter, aber dass man ihm jetzt noch die Vergewaltigung anlastet, das passt halt gut in dieses Konzept der bösen Männer, würde ich meinen. Deswegen frage ich mich halt, ob das wirklich so stimmt. Da müsste ich nochmal recherchieren. Ja, wie gesagt, es ist lustig, weil sie ja der Vergewaltiger ist hier bis jetzt in der Serie. Also. Ja. Gut, wir machen mit diesem wunderschönen ja, du hast recht. Bild einen Cut. Ja, okay. Und sehen uns dann zum zweiten Teil der zweiten Folge. Bis dahin. Ja. Macht's gut. Tschüss.